Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Wie wir in der letzten Folge gesagt haben, fangen wir nun ein neues Spiel an, da es mich ja dezent erwischt hat. Ich würde sagen, wir starten am Flussbett diesmal. Etwas nicht Hügeliges tut mir auch mal gut. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich habe nicht gerade eben noch... Ich habe gerade eben noch meine Grafikkarte oder meine Main-Festplatte ausgetauscht, indem ich eine neue besorgt habe. Ich habe mir jetzt eine M.2 1TB SSD eingebaut in meinen Rechner, was ich, wie ich finde, relativ gut funktioniert. Hier liegt gerade, wo wir unser Dorf hinsetzen. Ich würde ja hier anfangen. Dann sind wir relativ schnell am Rand. Obwohl, ist ja wurscht. Baut ein Dorfzentrum. Dann bauen wir jetzt schnell ein Dorfzentrum. Aber dann kann ich eh entscheiden, wo das hin soll. Ha, das Dorfzentrum soll da hinten in die Ecke. Ha, so. Dann brauchen wir ein Holzfällerlager erstmal. Das kommt direkt hier mitten in der Hole. Eine Sammlerhütte kommt hier hin. Aber nicht dabei, nochmal Staub abbrechen, ja, löschen. Bauen eine Sammlerhütte. Ich hätte es mit SDG machen müssen und vor allem musste hier unten hin. Weil das da ist ein Steinbruchbereich. So. Dann brauchen wir hier einen Baumeister. Ich würde direkt am Anfang zwei festlegen. Ganz easy schneezy. Denn dann können wir hier mit dem Dorf anfangen. Relativ mittig. Und die Ressourcen sind nicht unbedingt genau daneben. Bedeutet, wir könnten vielleicht hier dann und hier die Sachen lassen. Ohne dass die in der Mitte uns unhappy wären, würde ich sagen. Da drin war irgendwo ein... eine Baustelle, Jungs. Da. Ich würde die mal auf hohe Priorität setzen. Weil die halt doch sehr witzig ist. Ich bin gespannt, wie gut es mit der M.2 SSD funktioniert. Denn bis jetzt habe ich gemerkt, dass auf jeden Fall die Aufnahmen um einige schneller starten. Ich hatte davor eine 120 GB SSD. Und habe jetzt halt, und da hatte noch zwei 1TB Festplatten drin. Die eine für Archivierung, die andere halt für Games und so Zeugs. Und habe gemerkt, mit der M.2, erstens, er startet noch schneller. Und zweitens, die Aufnahme startet um einiges flotter. Normalerweise muss ich so ein paar Sekunden warten. Wenn ich jetzt auf die Aufnahmetaste drücke, ist innerhalb von einer Sekunde die Aufnahme da. Das ist genial. Ah, guck mal, da ist es. Das Holzlager. Dann zeigen wir auch gleich mal hier. Ach, guck mal, es gibt verbotene Gebiete auch hier. Hier ist natürlich alles zum Abbauen. Und das... hier. Soll aber fürs erste abbauen. Hey, ich habe doch einen Steinbruch. Ah, da bringt jemand gleich Holz. Okay. Ich würde hier gleich mal drei Holzfäller einstellen. Und genauso hier drei Sammler. Wie viel haben wir denn, Mitarbeiter? 2, 6. Oh, jetzt sind wir voll. Und die sind nicht happy. Warum sind sie denn nicht happy? Auftrag abgeschlossen. Abbauzone einzeichnen. Jetzt haben wir die ersten Sammler, die losgehen. Ihr habt einen neuen Auftrag. Produziert Beeren. Wir sollen Beeren produzieren und das tun wir jetzt auch. Unsere Holzfäller sollten auch mittlerweile schon in den Tiefen der Wälder... ein Foto gemacht. Zwei Fotoschäden gemacht. Perfekt. Auftrag abgeschlossen. Das wird hier fortgesetzt. Baut einen Speicher. Das wäre gleich gar nicht mal so doof. Bauen. Speicher ist für Nahrung. Also ich würde da gerne den Dorfplatz hier machen. Deswegen setze ich das jetzt mal hier so hin. Ich lasse mir mal das hier in der Mitte frei, dass ich vielleicht da wirklich den Marktplatz rumsetzen kann.
Fangen wir nicht an, hier vielleicht nachher Dorf zu setzen. Oder wir fangen halt hier an, Dorf zu setzen, während wir hier noch Abbaumaßnahmen treffen. Aber wir können danach hier noch notfalls Gebäude hinsetzen. Das ist ja schon mal auf jeden Fall möglich. Wie schnell so ein Wald verschwinden kann, wenn da Leute dran hackeln. Uns fehlt Stein. Ein Baumeister, ne? Du wirst Steinhauer. Einer von euch wird auch mal kurz Steinhauer. Damit wir hier ein paar Leute haben, die schnell auf unseren Stein einklöppen. Und dass wir hier schnell auch wieder Stein kriegen. Weil ohne Stein gibt's dann nichts. Wo soll ich denn die ganzen Leute hernehmen, Leute? Okay, ich probiere es. Ach, schaut schon mal cool aus hier mit den, mit der Gabelung dann in die drei Bereiche. Später gönnen wir uns dann hier noch das Stück hier. Dann können wir hier hinter noch ein bisschen Produktion auslagern. Vielleicht machen wir da einfach hier die Waldinsel draus, wo nur gehackt wird. Bringt zwei Steine, also fehlt uns dann noch einer. Ein Stein fehlt dann noch, Jungs. Bleib mal stehen, ich brauche hier dringend einen Träger. So, du wirst Träger, Madame. Ein Speicher bauen und einen Träger ist zugewiesen. Weißt den Speicher Bären zu geben. Perfekt. Ja, da muss man niesen. Ha? Buh. Erfülle Bedürfnisse eines neuen Alchemisten. Ihr habt einen neuen Auftrag. Die Bedürfnisse eines Neuankömmlings erfüllen. Grundbedürfnisse ist ein Ding, ein Dingelingeling, ein Brunnen. Dann setzen wir den noch easy peasy mal hier hin. Der liegt so zwischen den ganzen Bewegungen. Wir haben aktuell sogar Minus. Was? Können wir schon machen. Rein theoretisch können wir das schon, ja. Dann würde ich hier doch schon mal einen Lebensmittelstand hinsetzen. Hier so. Mit so einem Lebensmittelzeichen hier neben. Und wir sagen, wir beginnen damit gleich mit dem Bau. Wo ist denn der Baumeister? Baut gerade noch darum, hups. Es tut mir jetzt leid, dass ich gedacht habe, du hättest dafür Zeit. So, die hacken fröhlich. 55 Holz auf Lager, 10 Werkzeuge. Ja, das geht ja für den Anfang noch voll. Der ist auch gleich fertig. Dann haben wir schon mal das Bedürfnis Wasser erledigt. Perfekt. Jetzt hat er gleich den Plan. Yo, hier muss was hin. Und das bedeutet 5 Holz noch und dann ist auch der Markt fertig. Dann brauchen wir einen für den Markt, der sich darum kümmert. Und dann haben wir es eh für den Anfang. Haben wir, also sie sind immer noch nicht happy. Ist auch voll verständlich. Aber ich sollte vielleicht, was ich im Gegensatz zum anderen gemacht habe, ich muss ein Bedürfnis erfüllen. Haha, schlauer Mensch, ne? Ist nicht nur so, dass die lecker hier machen, sondern die wollen ja auch Bedürfnisse haben, ne? Ich muss erst schauen, dass die Bedürfnisse grundsätzlich bei 100 sind und dann kann ich versuchen, die ersten paar in die nächste Stufe zu heben. Wie viele Bären haben wir denn aktuell auf Lager? 559! Nicht schlecht. Und jetzt würde ich sagen, ein Steinmetz... Obwohl, ich kann noch nicht dann... Tun einfach schnell den Baumeister hier sagen, du wirst... Marktarbeiter. Und der Markt verkauft Beeren. Dann haben wir gerade ein geschlossenes System. Steigert eure Bevölkerung, indem ihr die Wahrscheinlichkeit der Einwanderung maximiert. Ich glaube, weiter maximieren kann ich das jetzt nicht wirklich. Ist das nicht mehr Marktmeister? Ich habe gerade frei. Also eine tolle Lust.
Ich arbeite. Ich bereite mich auf meine Arbeit vor. Jo, wie viel hatten die mitgenommen? So, jetzt hat kaufen die Leute bei ihm ein und steigern mit der Happiness. Steigen mit der Happiness. Wie kannst du kaufen, wenn der Typ weg ist? Jetzt holt die sich bestimmt Wasser. Jo, und jetzt ist er happy. Jetzt ist er zufrieden. Zufriedenheit 100. Ja, jetzt müssen wir nur darauf warten, dass wir nur einen Einwohner kriegen. Erhöht eure Füße auf 100%. Da fehlt noch was. Irgendjemand ist noch nicht ganz happy. Bist es du? Ja, du bist es. Warum bist es du? Du kannst dir doch wohl selber viel Essen nehmen, oder? Er kauft es bei sich selber. Jo, zwei haben sich angeschlossen. Wo? Wo? Da kommen sie. Wer ist denn das zu uns? Wo sind denn wir nochmal? Warte mal, wo waren denn wir? Da waren wir. Ja, ein bisschen ist es noch. Irgendwo da hinten laufen die gerade rum. Aber wir haben sie wenigstens. Wir haben neue Leute und die können wir gleich als Baumeister, also einen als, auf jeden Fall als Baumeister markieren. Und einen würde ich direkt nochmal zu den Bären schicken, weil Bären ist ein Grundbedürfnis. Dass wir hier das ja auch halten können. Da kommen sie. Ich erwische die nicht. Okay, ich kann die noch nicht auswählen. Schade. Hätte gehofft, die können die jetzt schon auswählen. Bleib mal hier. Arbeitslos. Nicht mehr arbeitslos. Du bist ab sofort Baumeister. Und du bist ab sofort... Wo ist ein Sammler? Ein Sammler. Wir haben eine bescheidene Sache bekommen, irgendwie. Ich finde schade, dass man das hier nicht bewegen kann, nachdem man sagt, okay, unser Dorfzentrum liegt jetzt woanders oder so. Kaufst du oder was hast du vor? Ich arbeite, ich bereite mich auf meine Arbeit vor. Indem du da stehst. Okay, yo. Whatever floats your boat, bro. Whatever floats your boat. Schütze aus Lagerhaus kann ich wollen. Voll. Dann würde ich doch einmal ein Lagerhaus in Bau geben. Oh, holy shit, ist das groß. Dann setzen wir doch dann mal direkt hier so hin irgendwie. So. Dafür müssen wir eh eigentlich genug haben. 10 auf. Oh, 15 Bretter. Ein Sägewerk habe ich jetzt aber eigentlich noch nicht, ne? Ich habe einen Auftrag, freischalten Handelsroute. Oh Gott, jetzt kommen die Handelsrouten wieder. Das ist das Nervigste, was es gibt. Dafür brauche ich 10 Bretter. Hier von dem Territorium zum Kaufen angeklickt. Nicht immer die beste Idee. Da müssen wir doch schon entweder mit tun hier erweitern oder hier. Sobald wir beide alle drei haben, ist ja eh alles super. Dann brauchen wir sicher irgendwann das Teil auch noch, weil hier halt Wasser ist. Dann würde ich die drei kaufen erst. Dann können wir hier voll anfangen mit dem Dorf. Hier kommt dann vielleicht mal die Kirche hin oder so. Aber ja. Baut er gerade beides gleichzeitig? Achso, weil er hier fertig ist, baut er halt jetzt das hier, ne? Wo ist denn der Baumeister? Weil die Baumeisterin ist es ja eigentlich. Die chillt gerade. Und die ist bald Level 2 als Baumeister schon. Die Happiness ist auch noch nicht ganz oben. Vielleicht das wird sich schon noch steigern. Ich sehe das positiv, das wird noch alles. Wie schaut's hier aus? Jo, jetzt brauchen wir nur ein paar. Ah, die wollen jetzt schon die Häuser haben. Weißt, befördert den ersten Neuankömmling, baut ein Herrenhaus. Weist einen Raum im Gebäude Herren aus, die Funktion große Halle zu, befördert Dorfbewohner zu Live-Eignen bis Ende des Monats. Und dann handelt zu, um Werkzeuge zu erhalten. Oh, Gottes Willen. Die drängen mich ja quasi dazu, dass ich das machen muss. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Aber ich bin dafür, dass wir direkt ein neues Territorium holen. Das kostet 500. Dafür muss ich auf volles Geld kommen, kurz. Was?
Und dann wird ihr Steuer erhöht um 10. Eigentlich um das, was ich habe. Ist ja auch nicht das, was ich eigentlich wollte. So, okay, jetzt muss ich mal hier schauen. Grace, du bist relativ neu. Oder du wirst jetzt Schreinermeister. Das wird schon irgendwie klappen. Und wir brauchen eine Schreinermeisterin. Bist du Schreinermeister? Scheint so. Jo, Schreinermeisterin. Da fliegen auch schon die Fetzen. Oh, da hat sich keiner... Ja, weil wir nur bei 50% sind und wahrscheinlich, weil die Gebäude fehlen. Was soll ich dann auch hier irgendwo hinsetzen? Oder hier direkt? Das müsste man halt schauen, wo man es hinhockt. Aber es funktioniert wenigstens mit den Brettern relativ flott. Das ist eine gute Sache. Wenn das wenigstens relativ gut und flott geht, dann kann unsere Baumeisterin nicht auch relativ schnell schön die Hütte hochziehen. Wie fehlt denn jetzt noch? 5 fehlt noch. Weil eine Dorfkirche und eine Hütte fehlt. Yo. Wie gesagt, whatever floats your boat, ne? Aber. Ich kann natürlich jetzt hier das Herrenhaus reinsetzen. Wir gehen mal auf den Zeichner. Wohngebiet. Das ist alles. Das hier und das hier machen es unhappy. Ich setze mal hier die ersten Wohngebäude hin. Einfach auch, weil wir es brauchen. Können wir später umsetzen, aber solange wir die ersten Gebäude schon mal haben, ist ja alles gut. Wir brauchen happiere Leute einfach. Das ist das aktuelle Problem. Hier kann Holz und Stein und Bretter gelagert werden und dann auch Ziegelsteine. Soll die erstmal die Hütten hochziehen, dann werden die nicht happy. Und dann können wir uns auf den Rest konzentrieren. Wir können den ja auch mal schon das Abbaugebiet vergrößern. Und zwar hier drüber. Das darf jetzt offiziell alles weg. Die Tarnung kann weggehen. Wir sind offiziell angekommen. Die Barbaren sind hier. Weil der kommt ja eh weg. Das wird halt stehen bleiben. Oder es bewegt sich danach auch, je nachdem, wo es hin muss. Das Sägewerk ist halt laut. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ah, die zieht relativ flott die Häuser hoch. Das ist schon mal schön. So, wie viel Platz haben wir denn aktuell vergeben? Bauen wir da noch eine Hütte hin. Dann sollte der Platz reichen und dann steigt auch die Zufriedenheit unserer Bewohner mal. Das ist doch schon mal etwas. Solange die happy sind, ist doch alles toll. Ich kann es denn schon wieder 2 Dorfbewohner an Platz fehlen. Teilweise verstehe ich es nicht wirklich. Hm.
Und Lekirche fehlt denen. Eine schöne Dorfkirche wollen sie haben. Dann setzen wir die halt hier hin dann. Bis dafür müssen wir mal erst komplett ins Grüne kommen und dann brauchen wir wieder Geld. Ja, es haben sich zwei entschlossen anzuschließen. Yes! Genau das war das Ziel, auf was wir gewartet haben. Jetzt haben wir zwei mehr. Einer kann zum Träger werden, einer nochmal zum Sammler. Und wir kriegen gleich dann vor allem mehr Einnahmen, weil die Kosten müssen ja auch, glaube ich, Miete, also Miete, die müssen Steuern zahlen halt, ne? Ich finde das geil, dass die echt um den Wald rumlaufen, anstatt zu sagen, nö, wir laufen einfach direkt durch den Wald. Ne, sie entscheiden sich hier durch den Wald, um da durchzulaufen. Hä? Bin gespannt, ob ich es diesmal besser hinkriege. Rein theoretisch, wir hätten hier überall Fluss direkt, wir haben hier relativ schöne freie Flächen. Man kann es gleich hier besser designen. Oder ich bin halt nicht so doof, es zu designen. Du wirst Sammler. Und du kannst hier direkt hingehen. Dann kann ich mal direkt gesammelt werden hier, ne? Bring mal das Zeug in unser Lagerplatz halt. Da haben wir schon 51 Steine. Uhlala. Holz haben wir auch 49 und Bretter haben wir 25. Ja, perfekt. Das ist doch perfekt. Der läuft extra am Sägewerk vorbei. Eieieiei. Alles ist mittlerweile relativ happy. Das finde ich super. Ich würde dann später das Sägewerk mal ein bisschen verschieben noch, damit wir hier den Platz nutzen können für Häuser. Vielleicht jetzt auch noch ein bisschen weiter hinterschieben. Einfach um dementsprechend Platz zu sparen. Uns fehlt Geld. Uns fehlt einfach Geld. Moment, kann ich Kirche? Dorfkirche. Kann ich. Kommt hier hin. Ah, nach vorne natürlich. So. Und hinten halt ein Türmchen dran. Würde ich sagen, passt so. Dann würde ich sagen, Baubeginn. Das geht doch super. Habe ich jetzt total vergessen, dass das ja auch geht mit den Gebäuden. Also kann ich die halt direkt dort platzieren, wo sie eigentlich hin sollen, ne? Die Kirche will ich relativ mittig halten. Später wird der Platz dann halt für die neue Kirche dann auch freigemacht oder so. Das Herrenhaus würde ich hier hinsetzen irgendwie. Aber das, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.